Herzlich willkommen zurück zu Crossfutur. In der letzten Folge haben wir glorreich hier eine Piratenbasis besiegt. Also eigentlich haben wir sie nur abgefarmt. Das wurde gerade von irgendeinem anderen platt gemacht. Während wir die zwei Schiffe von der Piratenbasis platt gemacht haben, ist irgendeiner von unten gekommen und hat die platt gemacht. Ich hab's nicht mal mitgekriegt. Oh, hier. Das gucken wir uns an. Jetzt sind wir auf dem Weg hier hoch. Das sollte die andere Station sein. Die sagt uns hoffentlich nochmal eine Piratenbasis an. Dann fliegt man weiter zu der nächsten Station. Hier ist ja schon was los, ey. Ich würde mal sagen, wir stellen uns mal nicht ganz so nah dran und gucken uns das erstmal an, was hier los ist. Schießen die aufeinander oder sind das Stationen? Ich sag mal, das sind Stationen. Kommen wir einfach mal von hier so. Du kannst mal vielleicht ein bisschen chillen. Schiffsfriedhof. Hier, ganz dringend brauche ich neue Platten. Perfekt, hätte ich gesagt. Schnappen wir uns da, den linken oder rechten? Der links, da ist ich gerade nicht einig, wo lang. Der hängt wahrscheinlich fest. Gucken wir. Das soll gut der linke sein. Uha. Ein Sechser. Bin ich mal gespannt, ob der uns gleich auseinander nimmt. Irgendwie ist das nicht auch noch ein Sechser? Dann könnte das hier nämlich doll ungemütlich werden. Wir sehen ihn leider noch nicht richtig. Wir könnten ihn schon mal ausrichten. Okay, so, da. Und du fliegst vielleicht mal hier höher. Aber bis der zu sehen ist. So, worauf schießen wir denn da? Auf die Flagge. Och, das ist wieder er. Das ist ja sehr ungesund. Tatatata, was machen wir da am dümmsten? Eigentlich auf die Flagge halt, wie verrückt ballern. Im besten Fall versuchen Abstand zu halten. Ach halt. Warte. So, bin ich ein bisschen weiter weg. Jetzt muss ich mal ansetzen nach hinten. Und dann auf die Flags. Weitestgehend. Du mit deiner dicken Kanone bleibst ja an den seiner Seite. Und schießt mit deiner dicken Gun ganz fett auf den da. Im besten Fall schießt er halt durch und macht den in zwei. Oh, das ist ein Cockpit. Das da. Okay. Wollen wir mal schauen, wie weit das hier was wird. Ich sehe ja nichts vom Rückwärtsgang. Oh, hat die Schüsse abgefangen. Ach ja, klar, der hat ja Flak. Die kommen da gar nicht richtig an. Flak 1 kaputt. 2 wird anvisiert, hoffe ich. Worauf schießt mein anderer? Im besten Fall von der Seite. Fängt er die Schüsse nicht ab. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass der jetzt hier ein bisschen angegriffen wird. Gehen wir direkt drauf. Bisschen seitlich. Bisschen von hinten. Ja, schöne Treffer, leider die Panzerung. Wenn du es von hinten schaffst, natürlich auf den Reaktor. Keine Muni. Er dreht sich. Versucht er zu flüchten oder was? Wie sieht das bei den anderen aus? Der steht da noch rum. Sollten wir auf ihn drauf. Mal ran. Der Einflag wird er nicht mehr viel richten können. Eben. Dreht er sich ja natürlich wie so auf. Was kommt denn da fieses? Das ist ein Railgun, oder? Das heißt, er besnipert mich hier schon die ganze Zeit. Aha, okay. Bruder. Scheiß drauf, geh auf den. Du vielleicht auch. Schieß dir mal kurz die Railgun weg. Was will der andere denn schon groß machen?
Obwohl, mit seiner Kanone kann er hier schon Schaden errichten. Und wir müssen mal kurz die Bilder da wegsnipen. Das geht so nicht. Ich bin mir mit denen hier halt uneinig, wie ich das machen sollte. Ich bin echt doch besser. Was ist hier los? Gerade keiner im Cockpit. Das ist nicht so gut, Leute. Das sieht nicht gut aus. Ja, ein bisschen mehr rein. Hat doch noch Raketen, dieser. Ja, von der anderen Seite vielleicht. Warum ist hier keiner an den Scheißkopf mit, Leute? Seid ihr alle tot oder was? Ach so, ein so ein Häuschen fehlt. Ja, ihr da? Aber jetzt Ballett. Das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus. Scheiße, dreh dich, den da. Und die Raygun wird den hier einmal komplett zerwichsen, also auch schon weg. Flucht. Das wird nicht möglich sein, aber was willst du machen? Da kommt noch einer zur Hilfe. Puh, hat er verfehlt. So, jetzt die Kack-Raygun. Scheiße, der hat ja noch ganz. Oh nein, hab ich vergessen. Das ist ja auch wieder ungünstig. Das sind nicht mal kleine Geschütze. Nee, dann hat ja da hoffentlich erstmal Probleme. Mach ihn weg. Fieses? Es ist nur so eine kleine Patron. Uiuiuiui, ganz schön kassiert, ey. Ist auch so eine Drecks-Railgun aus der Ferne snipert. Kann der ja natürlich einen Scheiß machen. Schon Witter im Arsch. So ein Dreck. Ist ja, glaube ich, nicht optimal gestaltet. Der auch immer hier fokussiert wird. Ich muss unbedingt mal den hier größer bauen. Leute, wenn ihr irgendwann mal Bock habt. Nee, nicht du. Das wird, glaube ich, nichts. Oh, nice, dass du noch vorankommst. Nächstes Mal vielleicht gleich auf den Reaktor ziehen, das geht vielleicht einfach schneller. Ja, das Ding ist echt ganz schön hartnäckig mit seinem Flachs. Naja, mein ganzes Geld wieder rausgegangen für Leute. Wie viel haben wir noch? 7. Sehr schön. Mann. Schaut mal den Kahn gleich hier. Boah, was anderes. Das war doch so nix. Sehr ärgerlich. Wird doch beim nächsten genauso leiden. Verkackte Railgun. So, was machen wir da jetzt mit denen? Reparatur 1 Milliarde. So. Platten hätten wir. Mach mal weg den Scheiß, was haben wir denn hier? Es fehlt ein bisschen Kabel. Kriegt man denn das hin, wenn wir den Scheiß hier alles abschrotten? Mann, wird doch so Mist.
Was brauchst du hier? Oder brauchst du bestimmt auch übelst? Naja, wenigstens du musst funktionieren. Wie viele Leute haben wir jetzt verloren? Das passt. Die sind alle da. Aber den hier sieht halt ein bisschen knifflig aus. Sind das hier auch meine? Ja, wir müssen hier hinten irgendwo rumflitzen. Wenn überhaupt. Das Dingens hat er weggebombt, das ist gut. Uns das schon mal nicht auf den Sack. Gut, dann müssen wir mal ein bisschen schauen. Das kann jetzt eine Weile dauern. Hey, 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 das war ja heikel. Vielleicht die beiden Schiffe zusammen kombiniere. Dass ich das Lagerschiff mit einer dicken Kanone mache. Das ist noch ein bisschen Panzer, dass die Railgun da nicht einfach wieder so durchschnipst. Problem ist, dann wird das wieder gefokust. Wahrscheinlich. Ich hasse das halt, dass die dann immer mal den Fokus wechseln. Sollen sich hier fertigst auf eins fokussen. Was ist denn das jetzt hier alles noch? Muni, das möchte ich nicht. Da drüben müsste es ja noch mehr Zeug geben, oder reicht das schon? So von der Theorie her. Kabel fehlen ja wie Sau. Ich glaube, ich verschrott den. Ich werde mir noch mal was Neues überlegen. Macht keinen Sinn, den 10-mal aufzubauen, der ist jetzt hier 2-mal kläglich gescheitert. Ja, geht mal den auf. Kriegt mal die Leute unter? Ich glaube nicht. 7 Mann. Wie weit ist es bis zur Station? So wird er nicht mehr kommen. Scheiße. Das sind halt teure 7 Mann, ey. Ja, wir kriegen ja immerhin 2 und 2 sind 4, 3. 3000. Ach, wir kommen nochmal zurück, oder? Wir sammeln hier noch den ganzen Scheiß ein oder verschrotten wir den? Dann mache ich mir mal Gedanken und lege die beiden Schiffe zusammen. Das ist bestimmt effizienter. So. Wo war denn jetzt hier der andere? Die Railgun. Wir haben hier noch übelstes Zeug, das nehmen wir erstmal alles mit. Hier, ja, das da unten. Das ist da, alles meins. Wortwörtlich, das hat wahrscheinlich großteils ich verloren. Das und das. Wenn wir schon dabei sind, das. Das da. Boah. Ordentliche Spur. Da oben das beides möchte ich auch. Na gut, das sind nur 2 Platten. Ist gewährt. Hinterher. Das da, alles mal eins. Achso, wir sind voll. Ist ja gemein. Was machen wir da? Marker erstmal hin. Gut, das macht der glaube ich alleine. Das geht einfach viel, viel schneller. Gucken mal, ob wir hier einen sehen. Ansonsten gleich die Flucht. Ach verdammt, ich hätte gleich noch 2 mitnehmen können. Naja. Ob der schneller ist als ich, erzählen wir mal noch so hin. Bin mal gespannt, jetzt habt ihr die Station um nicht. Was ist das hier? Ein 4er. Wir verpissen uns mal. Was ist mit dir los? Er ist so langsam. Ist auch gleich wer gekommen. Nicht meine Schuld. So. So, ist ein Übertragen.
Da hin bitte. Erstmal alles, gibt nur 20. So, wenn wir fertig sind, gleich mal noch die Leute weg. Crew entsenden. 7 Mann, 2. Hier brauche ich also noch Platz für 3. Und dann sollte das passen. Vielleicht nicht auf den. Versuchen wir es mal mit dem. Und dann sollte es passen. So, sind wir nicht ganz so schnell. Sollte auch vielleicht nicht ganz so provozierend danach fliegen. Oh, er ist gestorben. Perfekt. Hallo? Halt, ich bin auch noch gar nicht fertig. Scheiße, zurück. Viel zu früh. Oh nein, verreckt mir jetzt nicht. Was ist denn das hier? Wenn die Leute nicht da sind, hat er keine Triebwerke. So ist gut. Brav. Alle rein. War ja noch lange nicht fertig. Da kann ich aufgepasst. Einfach drauf los. Gierig. So, jetzt nochmal. Hier, Ressourcen. Alles für dich. Das da. So. Können wir schon mal die zwei Leute hier holen? Ja, halt, wo ist denn unser Wrack? Ach, das ist das unser Wrack. Das da, gib mir mal zwei Leute. Achso, das geht bestimmt wieder nicht. Wir haben doch keine Luftschleuse. Doch! Naja, die nicht. Aber ist ja kein Problem, wir bauen das ja einfach ab. Sind wir bald fertig. Zeig mal. Ein bisschen Gas hier. Kann ja nicht wahr sein. Können wir noch vielleicht ein bisschen so machen. Ein bisschen Kleingeld brauchen wir. Wir brauchen ja neue Leute. So. Das ist mir scheißegal. Guter Ruhe. Können wir ordentlich abcashen. Haben wir wahrscheinlich auch nicht genug. Oh doch, haben wir doch Geld. Nicht genug Leute hier. Ja, da gucke ich mal in Kreativmodus, baue ich mal ein halbwegs ordentliches, größeres Schiff. Was ein bisschen Lager hat hier, so wie der hier, dass er was abbauen kann. Vielleicht, mal schauen. Muss ich mal was einfallen lassen. Und der Kleine da, der war wirklich wieder mal nicht ganz zufrieden mit. Er hat zwar ordentlich Rums, aber wenn er gefokust wird, ist der halt ein Matsch. Und das ist halt auch ordentlich schnell. So, dann jetzt hier. Schiff verlassen. Wenn ich jetzt Schiff verlassen sage, sind dann meine Leute weg, wenn ich das jetzt hier abkaufe. Aber wir machen das anders. Heißen den Scheiß einfach mal. Was? Keine Kommandoräume. In Ruhe. Weg. Ja, eigentlich müssen wir das da weg. Das reicht ja. Die schweben. Die da hatten eine Luftschleuse gehabt. Ja, das war schau. Warum lässt du mich? Dass da jetzt alles dranhängt, nervt mich nicht. Die zwei Leute will ich haben. Ich hab wahnsinnig. Achso, die brauchen Betten. Scheiße, ich kann das sowieso nicht abweisen, deshalb wahrscheinlich. Gut, Luftschleuse wieder hin. Da, halt die Klappe. Scheiße, falsch rum. Jetzt aber. Kommt da nicht rein. Gibt's doch gar nicht. Dahin, dahin. So. Und jetzt soll das Schiff verlassen. Der Rest der Mannschaft. Schiff verlassen. Jawohl. So,
Sollten die sich ja alle aufteilen. Okay, jetzt bauen wir den Kahn hier ab. Ich weiß gar nicht, wäre glaube ich besser gewesen, hätte ich den verschrottet. Naja, ist egal. Komm hier, alles meins. Gute Zeug. Das da nehme ich auch. Hier unten ist ja auch noch einiges. Die Raygun habe ich auch noch nicht gefunden. Oh halt, los geht's. Ja, das war nicht der Plan. Bisschen näher ran war der Plan. So. Haben wir unseren Kotor wieder eingesackt? Ich weiß nicht, eigentlich hätte ich das ja schon gern noch alles. Ja, das da eigentlich nicht unbedingt. Das war halt gerade einmal im Weg. Ein paar Platten brauchen wir ja auch, oder? Wir haben hier ein bisschen Verlust gemacht. Wenn man das mal so sieht. Ja, der hat 500 gekostet und der eine ist halt mehr oder weniger komplett zerstört. So, voll. Nochmal zurück. Dahin. Haben wir vergessen? Nein. Mach nicht immer so ein Geräusch, ey. Das ist voll irritiert. Tja, der kann ja schon mal da abchecken. Guten Tag. Nichts Wichtiges. Hab ein bisschen Schrott mitgebracht. Als Geschenk. Ja, bin mir noch nicht so sicher, ob mir das gefällt. Speichern wir lieber und mischen uns hier mal ein. Es könnte sein, dass die hier gleich zusammenstoßen. Achso, ihr seid ja voll, wow, da können wir den Laser hier auch besetzen. Können wir hier richtig austeilen. Du da lädst aus. Ja, zack. Warte, nee, halt nicht, warte mal. Das. Alles raus. Komm und helf dir. Ich bin gleich da. Was ist das? Level 6er. Wird gar nicht angegriffen. Was ist denn das hier? Snapper. Geschütze. Und EMP hinten drauf. Sehr ekelhaft. Da ist sein Cockpit. Wir hätten auf jeden Fall fleißig Abstand, hätte ich gesagt. Passt irgendwie so. Soll den erst alle Geschütze wegschießen? Scheiß auf die EMP-Dinger. Er fliegt näher ran? Nee, das ist eigentlich nicht der Plan, oder er kommt näher. Ich fliege rückwärts. Oh, jetzt warte mal, wenn wir hier schon fast durch sind. Richtig. Nicht aufhören, bitte. Ja. Feuer! Oh, 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 oh. Warum schießt ihr nicht? Sehr, sehr nett. Danke sehr. Eieieiei. Ich will gucken, brennt es hier noch irgendwo? Nee. Also, wir brauchen auf jeden Fall das Schild. Den da wäre auch geil. Und dafür reicht es nicht. Ja, das halt ordentlich aus. EMP-Raketen sind nicht schlecht gegen Schilder auf jeden Fall. Stell ich mal so fest. Punkt.
Und so muss er wahrscheinlich erstmal reparieren. Er lädt noch eine Stunde aus. So, guten Tag. Hier kann eigentlich schon mal Leute kaufen, könnte sein. Nachher sind wir doch nicht noch da. Hör mal auf mich hier zu drängeln, bitte, ja. Ich würde mich ja eigentlich noch reparieren. Was geht bei Ihnen? Beeindruckend. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg. Dachte ich zumindest. Das war's mit meiner Station. Okay. Jetzt soll ich einfach mal eingreifen, der geht mir auf den Sack. Haben den mal. Ups. Ich kann zu schnell wieder. Fliegt einmal dagegen. Ja, so ist doch ganz gut. Vielleicht nochmal. Sieht nämlich nicht aus, als ob der das irgendwann die Backen kriegt. Ich glaube auch nicht ich mit denen hier, weil da der Scheiß. Ich weiß nicht, was ist das da? Plattformteil ist. Mit den Rammen wird es auch nicht die beste Lösung sein. Von der anderen Seite. Ich muss mal andersrum. Ach man, Digga, gehen wir doch auf den Sack, ey. Kann doch nicht wahr sein, du kannst ja jetzt hier nicht meine Plattform klauen. Ich brauch die doch. Hier, dreh dich mal um. Ist das ein Mist? So, jetzt nochmal mit Vollspeed. Nicht ausweichen. Drauf da. Hey, wisst ihr was? Ist mir scheißegal. Fliegt doch zur Sonne. Ich hab hier meine Station. Ich flieg jetzt einfach darüber. Und das mache ich in der nächsten Folge. Solange lassen wir die hier noch ein bisschen rumtreiben. So, stell ich mich erstmal noch hierher. Seid ihr fertig mit Ausladen? Gut, dann fliegen wir jetzt hier mit. Obwohl, mit Maus und Mann hätte ich jetzt gesagt, los, aber. Wir könnten theoretisch auch ein paar Leute anheuern. Wenn jetzt hier nicht noch ein paar Leute fehlen würden. Ich weiß jetzt nicht wie viel. Aber wir fliegen rüber und bauen uns da ein neues Schiff. Beziehungsweise ich guck da mal. Such mir mal ein schönes raus. Also, bau mir ein schönes. Ich such mir bestimmt keins selber raus aus dem Workshop. Hab ich auch keinen Bock drauf. Bau meinen eigenen Scheiß, der nicht funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.